Gerade in Anbetracht, wenn man die Altnazi sieht und Neonazi und rechtspezifistische bestehende Parteien, das ist ja angebracht. Also von, durch rechte Gewalt, die wurden richtig umgebracht, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie Deutscher waren oder weil sie sich gegen Nazi gewehrt haben. Und wir haben uns überlegt, wir gedenken an diese Opfer und dass wir weiterhin gegen Nazi angehen. Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, dass wir deren Namen viermal verlesen, dazu mit Sterbebeten anzufangen. Eine dreiköpfige Familie aus Sri Lanka, Dragomir Christel, Gustav Schneeklaus, Inge Finnan, Erich Bosse, Nguyen Fatou, Thorsten Lambrecht, Emil, Hans-Jochen Romatsch, Sahin Kalisir, Karl Zimmer. Hatte Gensch, Seimer Gensch, Horst Hemmersdorf, ein Obdachloser, Hans-Georg Jakobson, Baika Singer Marx, Biot Kaina, Michael Gäbler, Horst Martin Kemming, Bernd G., Boris Mora,